Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei El Shaddai. Und wir finden uns immer noch in Barakets Reich. Was heißt immer noch? Wir haben es gerade betreten. Und ich werde mal kurz rekapitulieren, was eigentlich passiert ist, weil es ist schon eine Woche her, seit ich das jetzt mal gespielt habe. Und ich muss das gerade selber nochmal verinnerlichen. Also, wir sind jetzt in Barakets Reich und haben von Lucifer die Aufgabe bekommen, uns doch bitte mit dem Anführer der freien Menschen in Verbindung zu setzen, der sich Star Sin nennt. Vorher müssen wir aber nochmal Ezekiel ins Gesicht treten. Oder sie tritt uns ins Gesicht. Ich glaube eher zweiteres. Oh mein Gott. Ja, und das hat sie auch gerade schon getan. Das kann sie immer noch sehr gut. Da hat sie uns einfach mal weggelasert. Das ist ja unglaublich. Sowas erlaubst du dir kein zweites Mal. Übrigens, es ist wirklich so, ja. Ich habe die ganze Zeit falsch gespielt. Also seit ich, seit der letzten Aufnahmesession, ist mir auch einfach mal aufgefallen, dass man einfach mal zwischen den Attacken sich Zeit lassen sollte. Weil dann kann man viel, viel schönere Kombis machen. Und hätte ich das vorher beachtet, dann wäre das um einiges schneller gegangen. Aber egal, damit müssen wir jetzt alle klarkommen. Oh, 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 oh. Oh, ich sollte nicht reinigen! Die wird mich weglasern, sie wird mich weglasern, sie wird mich weglasern, sie wird mich hoffentlich nicht weglasern. Geh weg, Ezekiel. Ich spüre übrigens die Präsenz von Uriel, weiß aber nicht mehr, wie ich es auslöse, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Verdammte Scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weg. Oh, weg, weg, weg. Naja. Diesmal könnte ich sie eventuell schaffen, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. Oh, weg, 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 weg. Ja, ja. Oh, verdammt. Ja, dieses Lasern ist halt echt lame, wenn ich das mal so sagen darf. So, 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 so. Weg, 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 weg. Voll in die Fresse. Ich werde dich gleich irgendwo im Klo runterspülen, ganz ehrlich. Okay, aber ja, was ich sagen wollte, bevor ich mal wieder im Grunde Boden geschlagen wurde von einer Frau, die circa 200 Jahre älter ist als ich, grob geschätzt. Ich weiß ja nicht, wie alt Engel so werden können, aber naja, ist egal. Das verkrafte ich schon irgendwie. So. Oha. Da geht's weiter. Ja, wie gesagt, wir wollen Sin suchen, den Anführer der freien Menschen, die wohl nicht unter dem Bann der Erzengel stehen. Erzengel? Unter dem Bann der Grigori, so wollte ich sagen. Und das machen wir doch fix. Der muss hier irgendwo sein. Zumindest ist das die Vermutung. Oh ja. Ihr wollt mal wieder ein bisschen Spaß haben mit mir. Aber ich nicht mit euch. Übrigens, wie ging der scheiß Oberboost nochmal? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist echt doof gerade. Oh Mann, und ich habe gerade keine Waffe, das ist auch unpraktisch. Gib mir deinen Veil. Ja, und das habe ich jetzt auch wieder verlernt. So, gib mir deinen. Ja, damit. Da geht aber echt sorglos mit euren Waffen um. So. Boah, das sah gerade so schön aus und dann unterbricht er mich. Unglaublich. Zack. Seht ihr, das meine ich mit bessere Kombos, die viel schöner aussehen und auch einiges mehr an Schaden machen, so wie ich das mitbekommen habe. Au, 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 au. Doch nicht so stürmisch! Moment! Ich werde erstmal hier diesen Kollegen töten. Zack. Gib mir deinen Gale. Schön. Geht mit dem Gale übrigens genauso, dann kann man schöne, schön sterben kann man, richtig. Ah. No. So geht das nämlich. Oh, ich möchte den Arch. Ja, mit dem Arch. Der Arch ist bisher immer noch meine Lieblingswaffe. Ich weiß auch nicht. Deswegen mag ich den bisher auch am liebsten. Ich habe zu wenig Rüstung gerade. Das ist unpraktisch. Zack. Na. Ach man, immer wenn ich gerade eine schöne Kombi mache, werde ich irgendwie unterbrochen. So. Dann haben die gleich alle keine Waffe mehr, oder? Die haben alle keine Waffe mehr. Und
Deswegen machen wir mal hier so eine Sonic-Attacke. Hier auch. Sollte ich übrigens mal öfters einsetzen, weil die ist wirklich awesome. Oh, verdammt. Habe ich gerade Uriah aktiviert? Falls ihr wissen wollt, wie, ich weiß es gerade. Ist egal. So. Zack. Und Bams. Passt. Wunderbar. Und wir haben wieder volle Rüstung. Oh, hallo. Lucifer. Ich finde ihn schön. Achso, eine andere Sache, genau. Wir sind ja jetzt hier im Reich von Brakel und das Problem an der Sache ist, dass wir lauter Feuernephilim haben oder einen riesen Feuernephilim, der hier kurz drauf und dran ist, alles zu vernichten. Deswegen sollen wir ihn ja reinigen. Das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, weil so wir haben mehrere Aufgaben. Wir sollen zum einen erstmal Sinn finden und wir sollen den riesen Mega-Feuer- Godzilla, Nephilim of Doom vernichten. Verdammt, da waren noch Säulen. Ich wusste nicht, dass das ein Aufzug ist. Hätte mir auch ruhig mal einer sagen können. So ein Schild aufstellen mit, das ist ein Aufzug. Ach. Zack, zack, zack. Oh, da muss ich weg. Da muss ich weg. Zack, weg. Ja, ja, ja. Hier, jetzt gibt's mir eine Sonic-Attacke. Oh, oh, weg. Ich möchte deinen Arsch. Meiner ist eh gerade dreckig. Wie ist das immer... sind irgendwie harmloser als die davor, finde ich. Ich weiß auch nicht. Diese Dorugas heißen die, glaube ich. Können irgendwie weniger als die anderen Viecher, die wir bisher hatten. Zack. Au, au, au. Das hätte ich, glaube ich, lieber nicht sagen sollen, weil jetzt sind sie sauer. Das ist immer so. Und ich muss mir nochmal einprägen, wie das mit dem Oberhus ging. Allerdings muss ich das... aua. Was? So. Ich muss... das ist, glaube ich, wirklich am besten einfach immer erst den... ja, ja. Jetzt sind sie wirklich sauer, weil jetzt zeigen sie mir wirklich, was sie können. Ich sollte wirklich erstmal hier diese Gale-Typis vernichten, weil die sind wirklich bisher am gefährlichsten. So. Das heißt am gefährlichsten, aber die treffen mich halt auch aus dem Fernkampf und das ist dann immer schon ein bisschen nervig. Oh, ich wollte gerade noch seinen Bale nehmen. Da hätten sie alle wieder keine Waffe gehabt. So. So. Zack. Ja, so macht das Ganze auch wesentlich mehr Spaß. Also, wenn man hier mal ordentlich die Kombos benutzt. Oh. Sollte mal ein bisschen mehr Gewalt rumlaufen. Kann ich euch alle treffen. So zum Beispiel, genau. Gut, dass ihr mir aufs Wort gehorcht. Finde ich sehr nett von euch. Ja, weg, 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 weg. So. So. Ja. Passt. Na ja, ja. Das klappt alles wesentlich besser jetzt. Jetzt, wo ich das irgendwie weiß. Das hätte ich nicht sagen sollen. Nein, nicht reinigen, Enoch! Ganz später die hygienischen Sachen. Hygienisch? Und auch kein schlechtes Wort, ne? Also, das finde ich übrigens sehr gut. Oh. So, so, so. Weg, 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 weg. Oh, schnell, schnell, schnell. Den Arsch, den Arsch, den Arsch, den Arsch! Richtig. Ihm den Arsch zu versohlen. Weg. Weg. Ich habe nicht mehr viel Rüstung. Zack. Und her mit dem Veil. Ja. Oh, ganz ehrlich. So macht das Kämpfen noch viel mehr Spaß. Weil es auch einfach viel toller aussieht noch. So, und her mit dem Veil. So. Schön. Oh Mann, ey. Irgendwie will ich jetzt am liebsten nochmal alles nochmal ein bisschen von vorne machen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Zack. Klatsch. Oh ja, das gibt wirklich Probleme nachher. In hohem Alter mit dem Rücken. Das war's? Das war's. Wunderbar. So. Ah, schaut mal. Ich glaube, das ist wieder so eine Art 2D-Sequenz. Und ich habe so eine Vermutung, wenn ich diese Stacheln treffe, dass ich dann tot bin. Ich weiß nicht, woher diese Vermutung kommt. Die ist völlig aus der Luft gegriffen, aber okay. Ach ja, hast du das? Oder sollte ich auch nicht rein? Nein, nein, nein. Stacheln sind in jeglicher Hinsicht meistens ungesund. Ja. Oh! Gut, dass hier unten keine Stacheln waren. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass sich das Ding bewegt. Ich weiß nicht, dieser ständige Wechsel von 2D und... oh, was ist das denn? Ach, das ist wieder so ein Typi mit Brief.
Ich habe eine Gruppe Nephilim gesehen, die sich gegenseitig verzehrt haben. Sie taten es nicht aus Hunger, sondern aus Todessehnsucht. Erkennen Sie denn nicht, dass solche Taten Ihre Unreinheit noch verstärken? Oder handeln Sie aus Rache? Vielleicht planen Sie, Barakels Welt mit Ihren blutroten Flammen niederzubrennen. Ja, man kann es Ihnen nicht verübeln, dass Sie diesen Todeswunsch hegen, weil wenn man als Nephilim geboren wird, dann hat man, glaube ich, nicht viel fürs Leben übrig. Würde ich jetzt mal von mir behaupten jetzt, aber okay. Oh, das sind runterfallende Platten. Möchte ich was anderes? Nein, ich behalte den Mail erstmal. Da sollten wir eventuell nicht runterstürzen. Aber vielleicht sind da wieder ein paar nette Leute, die mir wieder ein paar Leitern geben. Dann komme ich auch wieder nach oben. Von daher ist es eigentlich nicht so tragisch. Siehst du? Ich bin in den Abgrund gefallen. Wie auch immer das jetzt passiert ist. So, da hoch. Ah. Das ist das erste Mal, dass mich ein Wisp getroffen hat. Hier sind noch ein paar Säulen. Was denn überhaupt? Wovon redet ihr? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Das ist irgendwie langsam ist das so ein Muster, was sich hier abzeichnet, dass die Erzengel einfach immer irgendwas daher plappern, was keinen Sinn ergibt. Ja. Ich glaube, das ist ihre Aufgabe, den Spieler zu verwirren. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist auch ein tieferer Sinn dahinter. So. Übrigens sollte ich mir für den nächsten Part angucken, wie das mit dem Oberbus wird. Das ist ja schon irgendwie peinlich. Naja. Gut, aber ich brauche es ja auch nicht. Nein, ich sag einfach, ich habe das nicht nötig, auf Uriel zurückzugreifen. Nein, ich mache das alles mit der Kraft, mit meiner menschlichen Kraft, um zu zeigen, dass die Menschen awesome sind und deswegen nicht einfach das Klo runtergespürt werden sollten. Finde ich angebracht. Ein toller neuer Aufzug. Und hier wird es wieder 3D. Gut, und mehr Rüstung. Wunderbar. Was ist das? Oh, ich kriege aufs Gesicht. Ah, da sehe ich mal wieder. Ich glaube, das ist so eine Art Hobby von den Grigori. Jedes Mal die Fresse zu polieren, wenn es die Möglichkeit ergibt. Ah. Ich sprinte auch noch vollkommen in seine Faust rein. Nein. Nein, kein Insektenschwarm. Vor allem, er ist einfach immer viel schneller als ich. Ich treffe ihn gar nicht. Hallo Motte, flieg mir nicht vorm Gesicht rum. Hier ist gerade eine Motte in meinem Zimmer und die fliegt vorm Gesicht rum. So. Weg. Da kommen jetzt wieder Insekten, glaube ich. Zack. Geht. Jetzt steht er gleich wieder auf. Ja, mit seiner typischen Pharaonenposen-Aufsteh-Animation. Was macht der da? Ich hasse diese Grigori. Ich hasse sie so abgrundtief. Ich hasse sie einfach. Es kann mir egal sein. Es ist ja fürs Spiel nicht entscheidend. Aber naja. Ich glaube, wir sind wieder... Ne, ich dachte, wir sind gerade wieder in der Unterwelt. Ja, sind wir nicht. Oh, mehr rote Kugeln für Nutzlosigkeit. Yay. Und es geht weiter nach oben. Ich muss ja schließlich bis nach ganz oben, weil mir wurde gesagt, dass ich da die Möglichkeit haben sollte, den guten Flammen Nephilim zu reinigen. Das sieht sehr interessant aus da hinten. Ich glaube, dieses Spiel erspart einen wirklich den Gang zum Drogenhändler seines Vertrauens. Ich bin echt der Meinung. Also manchmal... Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus, so ist es nicht, aber trotzdem ist das schon sehr psychedelisch. Oder wie nennt man das heutzutage? So, ich möchte deine Waffe haben. Danke. Die brauchst du ja sowieso nicht mehr, wenn du stirbst, richtig? Ja. Finde ich gut, dass du das akzeptierst. Und er stürmt mir einfach dazwischen. So. Oh. Moment, ich wollte gerade was testen. Ich möchte einen Arsch. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr testen, weil ich jetzt einen Arsch habe und keinen Wähl mehr. Ach ja, ich bin ja so intelligent mal wieder heute. Zack. Mann, immer kommt mir was dazwischen, wenn ich gerade eine tolle Kombi am Laufen. Ja, komm, wisst ihr was? Ich den Sonic ins Gesicht. So, ganz einfach. Und nochmal den Sonic ins Gesicht. Ja. Der ist total toll, der Sonic. Oh, das ist ein... Einer mit Gale. Er kann sich schlecht wehren, wenn ich auf ihn eindrosche. Wenn ich gerade wieder sein Kollege vorbeikommen würde.
weg. Nein, nein, nein. Ja. Auch den Sonic? Okay, dann kriegt ihr den Sonic, bitte. Oh. Ja, mit dem Gale. Ja. So, die werde ich jetzt noch ins Jenseits schicken. Ne, da kommen sie ja nicht hin. Ich glaube, die kommen eher woanders hin. Irgendwie, wobei ich noch nicht mal weiß, ob die in die Hölle kommen. Falls das nicht schon Höllengestalten sind. Ich meine, guckt euch die Dinger mal an. Das sind doch keine Menschen. Ja. Ich meine, es sind Dorugas, die heißen so, aber... Die muss ich jetzt noch schnell vernichten. Zack. Zack. Oh ja. Na. Na. Gut, jetzt kann ich ihn noch seinen Arch klauen. Oh, der Part ist schon viel zu lang. Ich muss ihn beenden. Lasst mich euch töten. Lasst mich euch von euren Leiden erlösen, die ihr habt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das sind bestimmt Sklaven von den Grigori oder so. Nehme ich jetzt mal an. Genauso wie die ganzen Typen hier vorher schon vernichtet haben. Oh, ich habe ihm gerade seinen Kopf weggeschlagen. Das ist ein blödes Missgeschick gewesen. Das war nicht geplant, doch war es eigentlich schon. Ja. So. Zack, zack. Ach, dass sie sich immer noch wehren müssen. Hier, so Sonic. Oh! Danke. Gut. Das war's. Und das war's auch erstmal für diesen Part. Von daher sehen wir uns im nächsten Part von El Shaddai.